Und dann laufe ich die Wand hoch. Ich will doch nur noch drei blöde Puzzleteile, wenn ich mich irre, waren es drei. Dann kann ich die Welt auch wieder verlassen, aber wahrscheinlich auch nicht für immer. So, darüber will ich kommen. Mal gucken, ob das machbar ist. Erstmal anvisieren. Na gut. Ich denke, wenn ich direkt nichts sehe, dann komme ich da auch nicht hin. So. Hier hoch. Ja, das ist gut. Das war nicht so gut, aber sollte reichen, oder? Oder? Nein, das reicht gar nicht. Die Zeit reicht aber nicht. Was ist das denn? Wenn die Zeit nicht reicht, kann es ja nicht gehen. Komisch. Oh, gut, dass ich dich gesehen habe. Aber ich hätte dich auch nicht vermisst. So. Nochmal. Ja! Zum ersten Mal gibt es so ein Viech, eine Honigwabe, und gleich kriege ich sie wieder abgenommen. Man fasst es ja nicht. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und ich versuche es nochmal. Obwohl da drüben wahrscheinlich eh nur Vierdefanz ist, aber ich muss mal nachgucken. So deprimierend dieses Spiel. Und er stirbt nicht. So zähe Gegner. So, zack, runter. Und das war nur für Eier oder was? Wollt ihr mich verarschen? Jetzt fühle ich mich doch etwas verarscht. Auf jeden Fall. Hier geht's einfach nicht weiter. Ich sehe keine Möglichkeit, hier weiterzukommen. Was ist da oben? So hoch komme ich schon nie und nimmer in der kurzen Zeit. Da muss ich höchstens. Ach so, ich sehe was. Hier geht's rein. Aber ich bin noch zu groß. Vielleicht als Biene. Kann ich mir vormerken. Aber da ist ja so ein Schalter. Jetzt ist der ja wieder da. Genial. Genial. Nee, nee, nee. Ich sehe schon komisch. Ich schaffe dieses Spiel nie. Zumindest jetzt noch eine ganze Weile dauern. Okay, gucken wir mal auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Du-di-du. Was haben wir hier? Einen schmalen Weg nach oben. Und ich will nicht runterfallen. Da war ich scheinbar sogar noch gar nicht. Da geht's noch weiter, aber ich weiß, ich versau's mir jetzt nur wieder. Ich guck erstmal hier rein. Hier raus. Hier war ich noch nicht. Ist das irgendeine Ziellinie oder was? Ich glaube nicht, dass ich irgendwo war, aber es kann auch sein, dass ich es nur vergessen habe. Komm mal her. Ja, aber nicht so. Stirb endlich. Da schreit sie. Mumbo-Blätter. Wo war Mumbo? Ich habe ihn schon gesehen. Ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Der eine war aber böse. Deswegen muss ich nur noch. Hier geht's noch weiter. Was soll das? Ich muss also Mumbo finden. Mein nächstes Ziel. Ich war auf jeden Fall schon bei ihm. Zumindest bei seinem Haus. Definitiv habe ich es gesehen. Es sollte nicht so schwer sein, ihn zu finden. Ich wollte mal kurz riskieren, irgendwie Rennschuhe? Wozu? Ich will jetzt nicht hier runterstürzen, weil ich dann wieder kaputt gehe. Ich kenne mich doch. Ach, da kann ich auch im Wasser normalerweise. Ja, okay, dann ist es weg. So viel dazu. Hier unten war ich hier nicht schon mal.
Kann schon sein, dass ich die Noten vergessen habe, wieder einzusammeln. Der Emulator hängt ja ständig, dann ist der Fortschritt verloren. Ich muss nachspielen, aber es ist ja eh meistens nicht viel, aber hier war ich scheinbar noch gar nicht. Da ist wieder so Kazooie-Felsen, also muss ich ohne Banjo hin. So ein blödes Auge. Erstmal die guten Honigwaben holen. Ist das eine nette Geste? Ziemlich ungewohnt. Was war dieser Vorsprung, ne? Wird hier das Wasser nochmal abgelassen? Ist ja auch so ein Running Gag mit diesem Spiel. Ich denke immer, dass man irgendwo das Wasser ablassen kann. Aber wozu soll es dann so Vorsprung geben hier? So Vorsprünge, dass man da hochklettern kann später. Das gäbe keinen Sinn. Ist das eine Flugplatte? Das wäre cool. Also Flugplatte wäre echt gut. Ich passe jetzt echt auf, dass ich nicht hier runterfall. Das ist mir jetzt so oft passiert. Irgend so blöde Dummheiten. Das soll mir nicht nochmal passieren. Nach Möglichkeit. So, was haben wir hier? Ein Puzzlegebäude. Ich guck mal, was da drin ist. Wenn ich hier reinkomme. Kanone oder was ist das? Schade. Hat nichts gebracht. Wie viel Glück kann man haben? So, da ist nichts drin. Ich glaube, hier war die leere Honigwabe auf deiner Seite, aber die habe ich ja schon eingesammelt. Nehme ich an. Also begeben wir uns weiter auf die Suche nach dem Schamanen. Mr. Schaman. Was war das? Ach so, das... Aha. Okay. Und auf Zeit. Wie komme ich jetzt darüber? Da muss ich fliegen können. Aber ich kann nicht fliegen. Nee, 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 irgendwie muss ich das anders machen. So jedenfalls nicht. Blöde Sachen auf Zeit. Ja, gut, drei auf einmal. Warum nicht? Und gib mir noch einen auch von hinten. Klasse. Ich höre ein Globo. Ein Globo. Ist der hier drin? Ja. Da ist er. Kommt zu Papa. So, den hatte ich schon mal eingesammelt scheinbar. Weil ich hatte irgendwie mal zwei. Obwohl, den einen habe ich der Wumba abgegeben. Dann müsste alles passen. Überlege jetzt, ein bisschen Überblick kriegen. Ich würde es gerne nochmal versuchen mit dem... mit der Wand. Ja, wenn ich direkt in den Gegner renne, ist wieder perfekt. Aber eigentlich habe ich jetzt noch genug Zeit, das müsste klappen. Auf geht's! Auf geht's! Ja, 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 ja. Wie... Wie scheiß knapp war das denn? Wie scheiß knapp war das denn nun? Oh, da kann ich noch Kazooie ausbrüten, toll. Da ist Mumbo! Da ist Mumbo! Gut zu wissen. Blöde Fliege. Komm her. Oh Mann, das war gefährlich. Das war der Tod. Da hätte ich auch anders hochgekonnt. Ich sehe es. Jetzt will er trotzdem erstmal. Endlich zu Mumbo. Der Blaue war der Böse, dann musste das hier der Gute sein. Und hoffentlich finde ich ja noch diese Platte für ihn. Er ist nicht da. Dann war das hier der Böse oder was?
Scheiße, dann war der blaue der gute. Hab ich das echt verpasst? Gut zu wissen. Ärgerlich. Aber da war eine Flugplatte, dann kann ich ja einfach hinfliegen. Theoretisch. Denn er war ja irgendwo draußen. Flugplatte? Ja. Suchen wir Mumbo mal wieder. Weiß nicht, wo er ist. Blauer Schädel. Haltet mit Ausschau. Keine Ahnung, wo er sein soll. Was ist das? Noch so ein Ei? Oder dasselbe von eben? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Juhu. Perfekt, perfekt, perfekt. Den kenne ich auf jeden Fall. Der war ich da nicht eben auch irgendwie, bin ich verwirrt. Sieht alles sehr ähnlich aus. Hauptsache rein da. Noch ein Chinjo? Ein Böser, war doch klar. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber beim bösen Momo war, glaube ich, ein guter Chinjo. Das ist schon Ironie. So, hallo, guter alter Freund. Zum Glück konnte ich das eben abbrechen, dieses blöde Gespräch. Ja, ja, ja. Natürlich, wir brauchen die Hilfe, die wir bringen können. Also, wir haben eine Mustache. So, jetzt mache ich mal kurz einen Selbsttest, sicherheitshalber. Weil der Emulator hat sich nicht abbrechen und so. Ich habe mal das Plugin gewechselt. Ich höre einen Chinjo. Ach, das ist der Böse von unten. So greife ich ihn an. Oder ich kann ihn vielleicht einfach ausweichen, wenn ich Glück habe. Hilfe! Ah! Hä? Und jetzt heißt es Platte finden. Die ich gesehen habe schon. Mumbo-Platte, wo ist sie? Da nicht. Oder? Was ist das für Grafikbugs? Ach du Scheiße. Sie hat Laser! Aber ich habe irgend so einen Elektroschocker. Da unten ist es. Ich will nur mal gucken. Wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach ab. Nein, leider. War das total blöd. Aber ich muss immer lachen, wenn ich die sehe, wie sie so runterrutschen auf dem Arsch. Sieht schon ganz witzig aus. Gut, das macht ja nichts. Ich bin ja gleich hier wieder am Start. Ne? So, gucken wir nochmal, was wir eigentlich machen wollten. Wo wollte ich hin? Ihr vielleicht nicht. Dahin? Ist halt die Frage, wo war die Platte? Ich hab's wieder vergessen. Blöder Mist. Wieso jetzt beim ersten Schlag? Vorhin habe ich zwei gebraucht. Da komme ich nicht hoch. Na schön, dann suchen wir eben manuell. Ist ja jetzt blöde, weil ich mit Mumbo nicht so hoch hüpfen kann, aber so hoch kommt er immerhin. Ich weiß nicht, wo soll ich hin? Jetzt hoffe ich nicht, dass ich von da komme, sonst habe ich einen blöden Rundgang gedreht. Aber diese Welten verwirren mich so. Ich habe keinen Plan, die meiste Zeit wo ich lang gehe.
Yeah. Ja, vergesst es mal. Wir sehen uns, wenn ich bei der Platte bin. Bis dahin.